Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Iran schafft Sittenpolizei ab. Der Generalstaatsanwalt des Landes erklärte, die seit 2006 existierende Organisation sei aufgelöst. Sie kontrollierte bisher die Einhaltung der Kleidervorschriften, etwa den Kopftuchzwang. Seit dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam gibt es im Iran anhaltende Proteste. Selenskyj kritisiert Preisdeckel für russisches Öl. Der ukrainische Präsident sagte, die von westlichen Staaten vereinbarte Obergrenze sei nicht effektiv genug. Es fließe weiterhin zu viel Geld in Russlands Haushalt und damit in den Krieg gegen sein Land, so Selenskyj. Vulkanausbruch in Indonesien. Auf der Insel Java hat der Semeru Asche, Gas und Lava ausgestoßen. Die Behörden forderten die Anwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Region gilt als besonders anfällig für Erdbeben und Vulkanausbrüche. Komplette Großstadt in El Salvador abgeriegelt. Bei einem Großeinsatz gegen mächtige Jugendbanden haben 10.000 Sicherheitskräfte in der Stadt Soyapango nach Gangmitgliedern gesucht. Seit März herrscht Ausnahmezustand in El Salvador. Er wurde verhängt, um die Bandenkriminalität in den Griff zu bekommen. Das Wetter. Heute meist bedeckt oder neblig. Sonne vor allem auf den Bergen im Süden. Ganz im Norden einzelne Schauer. Sonst zunächst weitgehend trocken. Am Abend im Süden öfter Regen. Höchstwerte -1 bis +9 Grad.